Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Tutorial. Ich baue mit euch heute mal ein Schlauchboot und spiele auf der PlayStation 4, benutze das Stadt-Texture-Pack dafür und wir gehen das Menü unten mal durch, was ihr alles für dieses schöne Schlauchboot benötigt. So, ich benutze orangene Wolle, ihr könnt natürlich auch eine ganz andere Farbe nehmen, wie ihr möchtet. Dann Quarzblöcke, dann Quarzstufen, dann Schalter, Quarzstufe, eine Lore oder beziehungsweise vier Loren brauchen wir. Dann Schienen, Schilder und Stolperdrahthaken. So, liebe Leute, fangen wir mal an. Ich habe mir überlegt, wir bauen das ein bisschen in die Luft, weil der Motor nach unten ragt. Und wenn ich den jetzt auf den Boden bauen würde, das Schlauchboot, dann würde der Motor in den Boden verschwinden. Deswegen baue ich es ein bisschen höher, damit ihr das auch alles ganz gut erkennt. Gut, setzt als erstes mal den Wolleblock. Egal welche Farbe ihr benutzt. So, daneben kommt dann ein Quarzblock und dann kommen noch zwei Wolleblöcke, orangene Blöcke, Quarzblock, orangene Block. Das wäre auf jeden Fall die Seite, sechs Blöcke. Dann geht hier nach vorne, jetzt werden wir die Spitze machen. So und so. Und hier kommt noch einer hin. So, und jetzt macht das wie auf der anderen Seite wieder der Quarzblock. Zwei orangene Blöcke, Quarzblock, Orange. So, hier hinten können wir das schon mal so bauen. So, in dem Fall gehen wir jetzt hier einmal runter und setzen jetzt hier in die Mitte einen Block hin. Das ist dann so der Abschluss. So haben wir dann komplett die Umrandung auf jeden Fall schon mal fertig. Gut, dann könnt ihr die Schalter nehmen und setzt auf jedem Quarzblock einen Schalter drauf. Das sollen halt diese Haken sein, wo man mit einem Schlauchboot an Land zieht oder ins Wasser schiebt, wie auch immer. Gut, dann nimmt er die Quarzstufen und füllt das hier erstmal innen drin so aus. So, macht er erstmal so zwei lange Sitzbänke hin. Hier hinten nehmen wir mal einen Hilfsblock und machen das so. Den können wir jetzt wieder rausnehmen. Seht ihr, dass wir so eine schöne Umrandung haben. Vorne machen wir dann einfach nur die Quarzstufe so in die Lücke rein. Und das reicht dann auch erstmal. Jetzt gehen wir unters Boot, das heißt, wir benutzen auch die Quarzstufen weiter und setzen jetzt einfach komplett hier so eine Umrandung rein. Hier auch. Gut. Hier machen wir das auch. Und einfach komplett so aus diesem Blickwinkel setzen. Hier vorne natürlich die Spitze nach vorne. Ansonsten alles seitlich ansetzen. Ihr seht es ja so, wie ich es jetzt auch gemacht habe. Gut. Jetzt haben wir natürlich hier so Zwischenräume, das ist aber kein Problem. Hier setzen wir jetzt einen Boden rein, da könnt ihr einen x-beliebigen Boden nehmen. Ich sag mal so, man sieht den Boden sowieso nicht. Ich nehme jetzt einfach mal grauen Beton. Was nehme ich denn jetzt mal hier raus? Ich nehme mal die orangene Wolle einfach raus. So, und dann setzt jetzt einfach komplett den Boden hier unten rein. Wie gesagt, man sieht von dem Boden ja eigentlich fast gar nichts. Nur ein paar Schnipsel. So, bauen wir das erstmal alles hier aus. Hoppala, nein. So, ich glaube, so dürfte das auch gehen. Ich muss mal eben von unten schauen. Mir geht es nur darum, dass die Seiten ja auch so zu sind. Seht ihr, dass hier keine Lücken entstehen. Ihr könnt natürlich auch einen Quarzboden nehmen, dann ist das ja von der Farbe alles gleich. Aber im Endeffekt steht das Wasser ja genau bis hier, wenn ihr das Boot reinsetzt. So sollte das dann sein, wenn man hier das Wasser ansetzt. Dann sieht man das hier unten auch gar nicht mehr so wirklich. Man sieht es nur leicht durchschimmern und ich finde, das sieht dann ganz gut aus. Besser, als wenn man nur so eine Platte auf dem Boot hat. So sieht das dann wenigstens kompletter aus. Gut, dann kommen jetzt die Schilder hier zum Zuge. Die setzt ihr jetzt einmal rund ums Boot, außer bei den Quarzblöcken hier. Die lasst ihr frei. Da packen wir gleich andere Sachen hin. So, vorne können wir es auch machen. Hier können wir leider keine dran setzen, das geht ja nicht. Aber es macht nichts. So, einmal komplett hier rumgehen. So, gut, dann würde ich mal sagen, können schon mal ein paar Leute Platz nehmen. Ihr nehmt Schienen und füllt komplett den Innenraum hier mit Schienen aus. Jetzt dürften hier vier Loren reinpassen. Upp, ja, natürlich fahren sie dann auch. Aber das ist ein bisschen tricky, aber es kriegt er hin. Schiebt einfach die ein bisschen nach vorne und setzt schnell die vierte rein. So. So sind sie alle schön eingeklemmt. Gut, jetzt kümmern wir uns um den Motorblock. Da brauchen wir nochmal ein paar andere
Gegenstände. Zum Beispiel den Trichter braucht ihr dafür. So. Dann, wo sind sie? Genau. Schwarzeichenzaun brauchen wir dafür. So. Den Schwarzeichenzaun setzt da hier hin und ein nach vorne. Und jetzt setzt da den Trichter. Oh, da brauchen wir einen Block für. Ich nehme mal einen x-beliebigen Block einfach für. Weil der Trichter soll nach hinten zeigen. Hoppala. Grasblock. Wo ist er? Da. Den setzt er dann so an den Trichter. Mir geht es nämlich darum, dass der Trichter hier so nach hinten zeigt. Das sieht dann halt aus, als wäre da eine Schiffsschraube dran. So. Dann hier oben Quarzstufe. Oder Quarzstufen. Und hier die Quarzstufe dran. Dann den Stolperdrahthaken zum Lenken des Motors einfach hier hinten dran machen. Und so haben wir dann auch hinten, den, wie nennt man das, den Propeller? Ich glaube schon, ne? Hinten dran gebaut. Man kann natürlich jetzt noch, wo sind sie? Hier, diese Netze nehmen, die sind auch besonders cool. Sieht dann richtig geil aus, als hätte das Boot richtig Speed. Ah, okay, muss ich mal kurz hier zwei Netze übereinander machen. So, man muss sich ja vorstellen, das Boot wäre jetzt im Wasser. So, es hat auf jeden Fall richtig Power. Gut, jetzt zu guter Letzt brauchen wir jetzt noch die Gegenstandsrahmen. Wo sind sie denn nochmal? Gegenstandsrahmen, da. Gegenstandsrahmen. Setzt da hier bei den Quarzblöcken, die wir freigelassen haben, überall mal einen Gegenstandsrahmen rein. So. Und nimmt da jetzt diesen Wollblock und packt den einfach hier vorne dran. Ich finde das, ergibt eigentlich ein ganz schönes Bild. Das sieht ganz geil aus. Hier auch nochmal und da auch nochmal. Ja, und so ist dann auch das kleine Schlauchboot bzw. große Schlauchboot fertig. Ich finde das auch richtig cool, dass sich die Sachen hier bewegen, weil wenn ihr jetzt hier reingeht, so, dann sieht das aus, als würde man wirklich fahren. Seht ihr so? Als würde man wirklich in Bewegung sein, wirklich auf dem Wasser schippern. Ich finde, das sieht ganz geil aus. Schöner Effekt. Wusste ich vorher nicht, hat sich dann erst so ergeben und dann dachte ich, wow, ist ja doppelt gut. Jo, liebe Leute, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn euch dieses schöne Boot gefällt und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Minecraft Tutorial. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.